Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück. Wir sind bei der dritten Folge von Into the Breach. Wir können uns gerade entscheiden, wo gehen wir hin, auf welche Insel zieht es uns heute. Wir springen ins Spiel rein. Ich muss ja bei meinen Floskeln immer bleiben. Und wir haben die Möglichkeit, auf diese grüne Insel zu gehen oder auf die Eisinsel zu gehen. Und meine Taktik spricht eigentlich dafür, eher auf die grüne Insel zu gehen. Ich kenne dort die Mission ein bisschen besser. Die empfand ich ein bisschen schwieriger. Da gibt es mehr Faktoren und das ist vielleicht was für Folge 4, außer wir sterben hier. Wenn man alle drei Inseln schafft, kommt man hier auf diese. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Und wir legen los. Gibt wieder ein kleines Intro. Also hier müssen wir einen Staudamm zerstören. Und hier müssen wir Defense Tanks. Dann nehmen wir mal die. Also die Tanks stehen hier vorne, sehe ich schon. Boah, und die gerettet bekommen, die sind relativ weit vorne. Aber wir fangen einfach mal an. Ja, also, was soll man denn jetzt hier lang umeinander? Ich glaube, hier oben ist besser, aber eher für unseren Tank und hier unten als Unterstützung gegen den hier. Ja, schauen wir mal. Nee, andersrum. Oder wir kämpfen uns so mal durch, aber wir müssen ja die defenden. Probieren wir es so. Keine Ahnung. Bin jetzt schon mal hier ein vernommen von dem Alien hier. Kann ich mit dem was machen? Ja. Aber ich kann nicht fahren, kann ich? Müssten wir auch eher den hier aus der Zone rausbringen. Gut, die Aufstellung war jetzt nicht so der Burner. Da kommen wir gar nicht so weit. Ich glaube, die wichtigste Position ist die Artillerie. Ich würde, glaube ich, eher hier hinten hin den hinterschieben. Ich habe ja den Dash. Komme ich mit dem Dash darüber? Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Aber erst machen wir mal mit dem. Den ersten schon verloren. Gott und Herr. Was ist das für eine? Eieiei. Ganz eine fiese Kiste. Könnte ich eigentlich mit der Artillerie auch weghauen.
ist doch, glaube ich, geschickter. So, jetzt vielleicht erst mit einem Tank drauf und dann mit einem Power Dash. Hä? Kann ich mit dem Tank immer noch nichts machen? Egal. Das hat ja schon mal sehr gut hingehauen. One more down, yes, baby. Entschuldigung. Jetzt kann ich was machen mit dem Tank. Ja, schön. Schön, dass du da bist. Also, die zielen in unsere Richtung. Können doch hier hinfahren und den nach unten schießen. Kommt die Artillerie zum Zug. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht auf den Tank. Nee, der schießt auf die Artillerie. Ist jetzt auch nicht top. Der steht schon mal gut so. Cool, der brennt so schön vor sich hin. Dann lassen wir den brennen. Ich glaube, bloß reparieren ist ein Zug, aber das machen wir jetzt einfach. Dann kann man nicht mehr schießen. Den könnte man ins Feuer reinschießen. Schaut doch ganz gut aus. Bin relativ zufrieden. Ich muss erstmal hier rüber gehen. Ich weiß nicht, ob das dann Dash ist, wenn man genau davor steht. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal unser Achievement mit den Dash Killers. Geil, schafft, ich freue mich. Und wir spielen weiter. In der Runde haben wir noch einiges zu tun. Und auf der Insel haben wir einiges zu tun. Wir haben jetzt nur einen Point hier bekommen. Ist egal. Weiter geht's. Oh, no skill unlocked. Plus 3 Crit Defense. Verstanden, Baby. Gut. Okay, wir haben einen Reaktorpunkt zum Investieren. So viel Damage ist natürlich schon. Bombe, Health ist eigentlich relativ gut. Bloß ich würde jetzt, glaube ich, beim Tank weitermachen. Das Buildings immun sind, ist eigentlich auch relativ gut, um die immer ein bisschen zu entfernen. Da könnte ich höchstens einen Hals hoch machen. Ich glaube, ich gehe auf die Gebäude. Okay, die Satellite-Launches beschützen. Dann ist ja eigentlich das gar nicht schlecht mit dem, dass die immun sind. Ich glaube, das ist gut so.
Der ist schon mal nicht schlecht, um den ins Wasser zu schubsen. Ich habe jetzt auch gerade ein neues Spiel noch angefangen, Kingdom. Kingdom Classic, Kingdom Two Crowns. Mal schauen, ob ich da auch ein Let's Play mache. Also das hat es vorhin schon schlecht hingehauen, dass hier da. Der muss weg. Da braucht man den Port. Aber den müsste man doch mit der Artillerie reinschubsen können, oder? Das wäre doch das Allereinfachste. Habe ich mal kurz ein bisschen Schiss gehabt. Der macht ja nur einen Schaden, der macht zwei Schaden. Gut, dann machen wir hier mal mit dem Tank rüber. Ich muss auch sagen, das Kingdom macht nur voll Spaß, aber das auch. Ich brauche gar nicht so die Bombast-Grafik. Aber ich spiele das auch gern. Ja, dann muss man erstmal wieder den Tank hier anfangen. Das haben wir vorher vielleicht. Suki, läuft gut. Ich muss sagen, ich habe schon fürchterliche Rundentraktoren. Nein! Weil sie gestartet ist. Ach du Scheiße. Ist die jetzt tot? Oh Gott und Herr. Naja, ich hätte ein bisschen besser lesen sollen. Der Launch. Okay. Und da zeigt das an, da ist der Bereich, der Kacke ist. Ah, Gott. Müsste auch ein bisschen mir besser das durchlesen vorher. Boah, das riskiere ich jetzt nicht, oder? Wenn der jetzt den anschiebt. Scheiße, jetzt habe ich genau da reingeschoben. Aber ich glaube, killed in action. Oh Gott. Der war richtig gut, Mensch. Das dreht natürlich wieder alles so, wo ich gedacht hatte, es läuft richtig gut. Okay, die Sachen und die Upgrades habe ich behalten können. Was ist denn das? Rock. Ziemlich teuer. Okay.
Okay, weiter geht's. Hilft nichts. Ah, je. Das hätte es echt nicht sein müssen, dass ich den verliere. Ah, Gott. Hoffentlich kriege ich noch mal irgendwie einen Piloten. Ich habe ihn nicht vor Crit Damage zu erhalten. Machen wir hier weiter. Ja, jetzt bin ich ein bisschen gefrustet, muss ich ehrlich sagen. Aber es hilft sie nichts. Wir müssen einfach hier weiter durchhalten. Ja, ich muss von hier aus machen. Hier kommt das Wasser immer näher. Ich glaube, ich bleibe mal auf der Position. Mal schauen, was da für ein Enemy kommt. Gut, das ist jetzt nicht das Riesenproblem, aber da kommen jetzt zwei. Er braucht auf alle Fälle eine Reparatur. Der Tank. Ist ja wurscht, mit wem ich das mache. Okay, ist immer noch geil. Auf die Uhr schauen, schon 17 Minuten, erst zwei Missionen. Puh. Victory in one turn. Gut, geschafft. Ah, mich ärgert das noch immer noch so mit den Launches von der Raketen. Basen, Mission, aber naja. Gut, ich glaube, eine oder zwei machen wir noch. Wenn ich sie mit dem Tank eins weiter runter schiebe, dann müsste das eigentlich funktionieren. Ist egal, probieren wir es. Gebäude muss ich beschützen, ist ja eh klar. Und den Damm soll ich zerstören. Ich habe noch gar nicht geguckt, was das mit hier mit dem Rock. Damage 2. Bam. Oh.
Die Mission habe ich ja schon mal gespielt. Also wenn man den hier zerstört, den Damm, dann fließt hier das Wasser gleich rein, was jetzt für den Tank nicht so der Burner ist. Wir haben noch ein paar Runden Zeit. Und mal gucken, dass wir uns noch ein bisschen besser positionieren. Gut, da kommen wir sogar vorbei, das ist schon gut. Ist das befreit und hier. Ja, geil, meine Lieblingswaffe. Tut es halt um die Pilotin leid, weil die hat dafür gesorgt, dass jedes Mal der Mech eine Schutzhülle, ein Schild hatte. Das geht mir jetzt schon ziemlich ab, das Schild. Ich muss mal gucken, wie weit ich mit meinem Tank hier aus der Gefahrenzone komme. Schauen wir mal, wie weit der hier kommt. Ja, mit dem Dash könnte er schon runterkommen. Jetzt könnte man eigentlich die Artillerie schon mal. Geht gerade nicht aus. Was da halt kommt für einer, ne? Ja, dann sagen wir lieber mal hier. Frage ist, wie weit ist das damals runtergelaufen, das Wasser? Eieiei. Versteck mich trotzdem mal hier hinter dem. Oh, jetzt komme ich gar nicht mal hin. Auch wieder nicht ganz optimal. Hive Leader. Okay, das wird noch mal spannend. Greifen wir es noch mal auf. Das schaut aus wie Eisscholle. Ich muss schon gucken, ich habe nur noch 3 Crit, sehe ich gerade. Das ist schon ziemlich heftig wenig. Das ist sehr wenig. Verdammt. Ich glaube, ich fange mit einem Dash an. Yeah.
Heck. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz schlau war. Das war doch auch irgendwas. Der schubst den Shit hier runter. Wie macht er dem Schaden? Noch ein Schubster hier rüber, wäre nicht schlecht, oder? Oder gleich auf die Fresse. Gut. Ich glaube, das wird jetzt meine längste Folge, aber egal. Ich will ja auch ein bisschen vorankommen in dem Spiel. Kann eigentlich diese Waffe kann ich. Achso, okay. Das ist natürlich eine andere Ansatzmöglichkeit mit dem, dass die Buildings immun sind und ich sie trotzdem habe. Ballert natürlich gescheit rein, der Rock. Und hier. Der macht immer nur noch einen Schaden. Egal. Okay, da will ich mich jetzt eigentlich nicht draufstellen, wenn das da gerade brennt. Und mit der Artillerie stellen wir uns hier hin. Der kann nämlich nicht schwimmen. Der geht ins Wasser zum Baden. Mit dem stellen wir uns hier hin. Brennt der? Ich will ja eigentlich mehr so Dash-Dinger machen. Und so mit immer. Success. Geil. Haben wir es geschafft? Geil. Haben wir die Insel geschafft. Das heißt, das nächste Mal geht es auf die Eisinsel. Aber wir schauen mal, was wir jetzt noch einkaufen können für unsere 7 Sterne. Ich empfehle immer den hier, den Reaktor. Keine Piloten, das ist schlecht. Die Waffen sind der Hammer, Passive. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das muss anscheinend ausgerüstet werden und Enemies, die One Damage against, also Enemies. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache einmal hier den hier. Ja, ich glaube, ich mache so.
Und dann schauen wir mal, wo wir noch aufwerten. Also der wird schon ziemlich cool hier mit den zwei unterschiedlichen Waffen. Kann man von der Energie nicht leisten. Hells wäre natürlich auch gut. Wäre hier auch gut, aber ich glaube, dadurch, dass wir hier das Schild verloren haben, installieren wir hier ein und machen hier noch Hells. Machen wir so. Und das nächste Mal. Was ist denn das? The Last Stand. War ich ja noch gar nicht drauf. gut. Das nächste Mal hier in der Eiswüste. Ich freue mich. Es wird eine super Zeit. Ich wünsche euch eine super Zeit. Genießt es. Macht was Schönes mit eurem Liebsten. Hier war der Martin und bis bald. Ciao, macht es gut. Mir hat Spaß gemacht.